bin auch wirklich nicht sauer, weil was zählt, ist für mich einfach der Gedanke. Und wenn man einen Gedanken hat, ich will helfen, dann ist das für mich, als ob jemand versucht hat zu helfen und dann gescheitert ist. Und das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Peace, Leute, und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Heute kommt es wahrscheinlich wieder so spät. Dennoch kann ich heute niemand anderen die Schuld geben als mir selber, weil ich bis ungefähr 6 Uhr morgens, okay, ich war bis 4 Uhr wach, dann konnte ich nicht schlafen und um 6 Uhr morgens habe ich mir noch ein Brötchen geschmiert und alles mögliche. So waren es ungefähr 7 Uhr etwas, wo ich eingeschlafen bin und 2 Uhr, wo ich aufgewacht bin. Und wenn der Download wieder so lange dauert wie gestern, dann bin ich jetzt am Arsch und der kommt wieder um 5 Uhr. Deswegen fange ich einfach mal sofort an, über das Thema zu labern. Nämlich, ich habe gemerkt, was zum Beispiel, die Abonnentenzahl, die steigt ja. Es ist wirklich so, ich kann mich nicht beschweren, ich kann mich gar nicht beschweren. Ich kann sogar nur richtig fröhlich darüber sein, glücklich. Und die Abonnentenzahl steigt wirklich. Was einen sagt, die Leute geben einem das Vertrauen und die Leute geben einem die Chance und die Leute abonnieren einen und gucken einen zu. Aber es ist nicht wirklich so, weil die Abonnentenzahl, die steigt. Aber irgendwie bleibt die Viewszahl, also die Aufrufe, die bleiben irgendwie gleich. Und ich habe sogar das Gefühl, seitdem die Ferien angefangen haben, dass die Aufrufe sogar etwas weniger sind, was ich davon herabnehmen werde, dass die Leute vielleicht im Urlaub fliegen oder sowas und nicht mehr so gucken. Und allgemein in Ferien sollte man was anderes machen als YouTube. Deswegen nehme ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das sogar ganz gut, dass die nicht dann die ganze Zeit vorm PC hocken und Videos gucken. Aber seitdem, sagen wir mal ungefähr, seitdem ich die 1000 Abonnenten hatte oder so, hatte ich schon diese 600 etwas Aufrufe und so. Und jetzt sind die 2100 anscheinend schon da. Und es ist trotzdem so, dass die Views immer noch bei diesen 600 bleiben. Als ob 1000 Abonnenten dazugekommen sind, aber kein einziger View mehr. Und so kommt es mir zum Beispiel vor, dass irgendwer mich zum Beispiel bottet oder irgendwie sowas in der Art. Das Einzige, was ich bis jetzt gemerkt habe, ist, dass jemand Dislike-Bot bei mir verwendet. Ein, zwei Leute, ist mir auch scheißegal. Sollen die weitermachen, wenn die daran Spaß haben, dann lassen wir jeden Einzelnen seine dummen Hobbys. Aber das mit dem Abo-Bot finde ich ein bisschen komisch und übertrieben auch. Ich meine, stellt euch vor, einfach mal 1000 Leute werden fake. Und dann sitzt ihr einfach ein Typ vor dem PC und denkt sich, boah, krass. 2000 Leute, und dabei sind es einfach nur 1000. Und das, ich weiß nicht, es demotiviert ein bisschen, weil man nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich Zuschauer sind oder ob das jetzt irgendwelche gebottete, keine Ahnung, CPU-Computer-Bots sind oder Leute, die einfach abonniert haben, weil man Geld, keine Ahnung, hat jemand gekauft, Abonnenten kaufen. Ich kenne mich damit wirklich gar nicht aus. Um ehrlich zu sein, kenne ich mich gar nicht mit sowas aus. Ich bin nämlich viel zu dumm für sowas, für Bots und alles mögliche und für Mods installieren. Da muss ich immer eine ausführliche Erklärung haben, um sowas zu machen. Und damit kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Und weil ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, bei der Haki wurde wirklich um ungefähr 400 Abonnenten gebottet. Das war schon ziemlich krass, einfach so über Nacht. Und Kardex meint auch, er würde gebottet werden. Und er wurde auch gebottet, hat auch den Beweis dazu aufgelegt. Und da frage ich mich einfach, warum? Warum sollte man irgendjemand botten? Ich meine, vielleicht hat man auch dieses einen Hintergedanke, dass man irgendjemand helfen will. Zum Beispiel, wenn man sagt, oh, der YouTuber ist ja richtig krass, aber der ist mal so klein, warum hat er so wenig Abos? Dann werde ich welche dazugeben. Ja, es stimmt vielleicht, dass die Abozahl dann wächst, aber die Viewzahl bleibt sehr niedrig, was einen ein bisschen mehr demotiviert, weil man dann sagt, okay, es ist nicht die Hälfte der Zuschauer aktiv, es ist vielleicht ein Achtel der Zuschauer aktiv und das bedeutet vielleicht, dass die Leute nicht wirklich den richtigen Gedanken hatten zu abonnieren und deswegen meine ich wirklich auch, euch zu sagen, bitte abonniert mich nur, wenn ihr mich auch wirklich abonnieren wollt. Und das gleiche meine ich auch, falls einer von euch das sieht, der wirklich mich gebottet hat oder sowas, bitte macht das nicht weiter. Ich bin auch wirklich nicht sauer, weil was zählt, ist für mich einfach der Gedanke. Und wenn man einen Gedanken hat, ich will helfen, dann ist das für mich, als ob jemand versucht hat zu helfen und dann gescheitert ist. Und das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ich meine, ich sag jetzt mal ein kleines Beispiel, was ich eigentlich vielleicht in einem anderen Video nennen wollte.
Aber es kommt eigentlich aufs Gleiche bei raus. Nämlich, ich hatte eine Freundin, also freundschaftlich, die eigentlich relativ oft immer bei mir war und alles mögliche. Und ich kam immer ganz gut mit der klar. Es war meine beste Freundin, fast sowas in der Art. Das Problem war, dass sie seit ungefähr einem Jahr auf mich stand. Ich wusste das, aber ich bin immer einer, ich bin ziemlich bescheuert in solchen Sachen und ich habe immer so getan, als ob ich von nichts wüsste. Und deswegen hat sie auch immer so getan, als ob sie, als ob es nichts wäre, obwohl man es einfach sofort gemerkt hat. Und es gab eine andere Freundin, nämlich ihre beste Freundin, die auch mit mir befreundet ist. Sie hat uns versucht zu verkuppeln. Es ist schief gelaufen, sehr schief sogar. Und wie sagen, ich sag's mal so, der Gedanke dahinter war, sie wollte ihr helfen und sie wollte mir vielleicht helfen, dass ich auch mal irgendwie so vielleicht mal wieder in den Thema Gefühle reinkomme. Und warum ich keine Gefühle habe, kann ich vielleicht in einem anderen Video erzählen, falls ihr das wissen wollt. Aber sie wollte mir helfen, sie wollte ihrer Freundin helfen, aber es ist schief gelaufen. Aber ich nehme sie nicht übel, gar nicht. Wir kommen ganz gut miteinander klar, trotzdem, weil ich ganz genau weiß, sie wollte helfen, es ist nur schief gelaufen. Und dafür kann sie ja nichts, da kann sie ja nichts gegen machen. Und das ist das, was ich gerade dem gegenüber fühle, der mich bottet. Vielleicht sind seine Gedanken ja eigentlich ganz positiv darüber, vielleicht will er ja nur helfen oder so. Aber es hilft nicht, es läuft schief, deswegen bitte ich denjenigen, bitte damit aufzuhören. Ganz ehrlich, von ganzem Herzen bitte ich dich jetzt in diesem Moment, bitte bot nicht. Und falls man irgendwie die Bots zurücknehmen kann, dann bitte mach das, damit ich ungefähr weiß, wie viele Leute wirklich zuschauen. Weil ich bin mir nicht mal sicher, ob meine eigene Community meine Videos guckt. Weil wenn ich andere YouTuber gucke, die ungefähr die gleiche Abonnentenanzahl haben, die haben zwar die gleiche Viewszahl oder sowas oder vielleicht sogar etwas mehr und haben dafür immer über die 100 Likes und so. Und das Einzige, was ich sehe, was bei mir immer steigt, sind die Dislikes, weil irgendeiner halt diesen Dislike-Bot hat, lasst ihn einfach in Ruhe sein. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel bei mir, die Likes, die Leute, falls ihr wirklich meine Zuschauer seid, ich will euch jetzt nicht auffordern zu liken oder so, aber schreibt es einfach mal in den Kommentaren, damit ihr schreibt einfach mal Hashtag treuer Zuschauer oder sowas, damit ich weiß, dass ungefähr wie viele Leute zuschauen. Und wenn ihr ein Like geben wollt, dann gebt von mir aus ruhig ein Like. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich dann besser einschätzen kann, wie viele Zuschauer wirklich da sind, wie viele Leute wirklich treu zuschauen. Und das bedeutet jetzt nicht 2000 Abonnenten, ich muss 2000 Views haben, im Gegenteil. Nur wollte ich wirklich wissen, ungefähr wie viele Leute wirklich von euch zuschauen. Von diesen Abozahl kann ich ja anscheinend nicht wirklich vertrauen. Deswegen wollte ich das einfach mal so gesagt haben. Und bitte, falls einer von euch bottet, bitte, ganz ehrlich, bitte hört auf. Auch wenn es gut gemeint ist, bitte. Also dann, das war's einfach mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls nicht, dann halt nicht. Aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video. Ich weiß nicht, ob ich mehr von diesen Commentaries bringen soll oder mehr Live-Gameplays. Das Problem ist halt bei mir Internet und im Wohnzimmer kann ich die Gameplays aufnehmen. Aber halt ohne Ton, weil sonst hört man einfach nur meine Eltern im Hintergrund und Fernsehen, der irgendwie auf 100 Lautsprecher ist oder sowas. Also dann, peace out, bis zum nächsten Mal. Bacon. Honigkuchen.